Mein Name ist Raimund Schriek, ich trade seit einer Zeit von, sagen wir mal, seit 2005, 2006. Ich bin zum Trading gekommen, weil ich meine Arbeit aufgegeben habe. Das Ziel war damals aber nicht zu traden, sondern das Ziel war, mich in einem anderen Bereich selbstständig zu machen. Und da habe ich mir einfach überlegt, wo gibt es viel Geld? An der Börse, also hole ich es mir dort. Die Idee war auch ganz gut, das klappte am Anfang aber nicht so, weil ich ein Top-Anleger war, aber mit den schnellen Bewegungen, die ein Trader im Tageshandel zum Beispiel hat, einfach nicht zurechtkam. Und so habe ich dann da meine Dinge drauf aufgebaut. Das heißt, ich habe ein Buch geschrieben über Behavioral Finance, was dann dazu führte, dass ich immer mehr in diese Branche reingewachsen bin und mittlerweile Seminare gebe, Webinareien entwickelt habe und mich in diesem Bereich auch so etabliert habe. Futures und letztlich auch CFDs. CFDs, weil da kann man mit kleinem Geld relativ viel machen, man muss keine so große Margin hinterlegen, es ist ein transparentes Produkt und vor allem, wenn es auch an Reuters-Kurse gekoppelt ist, ist es auch etwas, was, sagen wir mal, eine relative Stabilität hat, wo ich dann jetzt nicht davon den Problemen ausgesetzt bin, dass ich eventuell durch Market Maker manipuliert werde. Und der Futures-Markt, da muss man nicht lange Worte drüber verlieren, ist ohnehin das Transparenteste wahrscheinlich, was es gibt. Und von daher sind das einfach zwei Geschichten, die ich gerne, die Futures auf den S&P 500 und die CFDs gerne auf dem DAX trade. Entwicklungsfreude als erstes, das zweite Geduld und das dritte regelmäßig üben mit relativ kleinem Risiko, dass ich die Chance habe, eben das, was ich mir vorstelle oder wie ich meine, dass der Markt funktioniert, das auch regelmäßig umzusetzen. Das sind so die wesentlichen drei. Also Beobachtung ist etwas, was wirklich dazu kommt. Deswegen sage ich oft, jemand, der Jäger ist oder Fischer ist, der braucht sowieso viel Zeit, bis die Beute da ist. Das kann beim Trading durchaus auch, vor allem für Anfänger, eine Rolle spielen, weil die eine gewisse Ungeduld in sich haben. Weil einerseits auch durchs Marketing, durch die Werbung wird ihnen suggeriert, dass das alles so einfach ist. Ja, wenn das so einfach wäre, dann würden ja alle nur noch traden. Also von daher, das sind so, denke ich mal, die Top 3. Das Wichtigste und Schmerzhafteste zugleich war, auf hohe Hebel zu verzichten. Also wenn ich ein kleines Konto habe, dann kann ich eben nicht mit einem Hebel von 50 oder 100 darum hantieren, weil das führt genauso schnell dazu, dass es das kleine Konto war. Also meine wesentliche Erkenntnis war zunächst mal, dass ich, auch wenn ich meine Druck zu verspüren, Geld aus den Märkten holen zu wollen, dass ich dann trotzdem einfach erstmal Mäßigung walten lasse und mit kleinen Hebel die Geschichte probiere, egal wie transparent das Produkt ist und egal wie gut der Broker ist, weil die Bewegungen sind einfach hammerhart. Die muss ich erstmal aushalten können. Und dann, dass ich aus Misstrades oder Fehlern oder auch großen Fehlern einfach lerne, was da passiert. Denn im Prinzip, wenn die Situation sich wiederholt, hat der Mensch im Allgemeinen in der Regel die gleiche Lösungsmöglichkeit. Das heißt, er wird sich gleich idiotisch verhalten. Und auch das habe ich zu meiner Anfangsphase tatsächlich in die Tat umgesetzt. Da unterscheide ich mich nicht von meinen Klienten. Das ist einfach menschlich. Und da müssen wir, je früher man das kann, an der Stelle eben das Ganze unterbrechen und sagen, okay, ich mache das mal mit kleinen Hebeln, mit kleinem Risiko und dann macht das Ganze auch Sinn. Das ist so, wenn man sich auch immer mal wieder Feedback holt. Also man braucht nicht unbedingt einen Trading Coach, das kann auch Frau oder Mann sein, das kann auch Freund oder Freundin sein, jemand, der einem auch mal über die Schulter guckt und sagt, was machst du denn? Meine Freundin sagt immer, es ist doch einfach, traden. Die roten Kerzen kommen ins eine Körbchen, die grünen Kerzen kommen ins andere und schwupps, hast du Gewinn, wenn du einmal long oder einmal short gehst, wie auch immer. Und das ist tatsächlich in gewisser Weise so einfach. Warum reagiert ein Mensch nicht, wenn er die zigste rote Kerze sieht und ist dann immer noch long? Also sprich, die Märkte fallen, ich setze aber auf steigende Kurse, was bilde ich mir denn da ein? Das heißt, die Reaktionsmöglichkeit und die Flexibilität auf das, was da ist, zu reagieren, die muss gegeben sein. Und das ist für Anfänger wie für Fortgeschrittene das A und O.